Hey Leute, willkommen zurück bei Fallout New Vegas. Reden wir mal mit dem Typen. Ich wollte noch ein letztes Mal mit Ihnen sprechen, bevor ich die Startrampe betrete, Wanderer. Warte, die wollen wirklich wegfliegen? Sagen, dass wir uns auf ewig daran erinnern werden, wie Sie uns an die Schwelle der langen Reise gebracht haben. Unsere Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen, aber den Raketen, die uns zur Erlösung tragen sollen, fehlen noch wichtige Komponenten. Wenn Sie uns immer noch helfen möchten, sprechen Sie mit Chris. Er kann Ihnen sagen, was fehlt. Wir können Ihnen gar nicht genug danken, Wanderer. Ihre Ankunft war ein Segen. Wir werden Sie nie vergessen. Ey, ich meine, die sind cool. Und die sind unsterblich quasi. Wir können Ihnen gar nicht genug danken. Ja, ja, ja. Die Quest heben wir uns aber für ein anderes Mal auf. Guten Abend. Jason sagt, dass ich mit Ihnen zusammenarbeiten soll, um die letzten Schritte vor dem Start der langen Reise zu erledigen. Also ich meine, Ghule sind alterslos, also eigentlich unsterblich. Also wenn irgendwer auf einem fremden Planeten im Weltraum überleben kann, dann wohl die. Ja komm, wie kann ich helfen? Dann machen wir noch das Gespräch und gehen dann wieder ins Ödland. Ich war mit der Arbeit an den Raketen fast fertig, als wir dazu gezwungen wurden, uns im obersten Stockwerk zu verstecken. Es fehlen noch zwei Komponenten. Zündmittel Isotop 239 okay. Und ein Satz Schubkontrollmodule. Das Zündmittel ist hochgradig radioaktiv und zersetzt sich schnell. Super. Daher können wir die Leckenfässer auf der Startrampe nicht verwenden. Das Zeug ist nicht mehr stark genug. Sie müssen einen intakten, abgeschirmten Behälter des Zündmittels finden. Die Schubkontrollmodule wurden speziell für diese Raketen entwickelt. Ohne sie starten die Raketen nicht. Ich mache mich auf der Suche nach dem Zündmittel. Sehr gut. Wir brauchen nicht viel. 2 bis 3 Liter sollten reichen. Okay, noch etwas. Machen Sie die Raketen also für die lange Reise gedacht. Was Sie es machen. Können Sie mir einen Tipp geben, wo ich das Zeug finde? Repcon wurde so oft von Sammlern geplündert, dass man nicht sagen kann, wo die Komponenten auftauchen könnten. Wenn sie überhaupt auftauchen. Jason hat Industrieruinen im Osten erwähnt, die angeblich hochgradig radioaktiv sind. Okay. Na dann. Wiedersehen. Haben wir die Quest? Haben wir die andere Quest mit, dass die Ghule weggehen, jetzt eigentlich schon erledigt? Oh, ich bin ein bisschen angekrüppelt. Meine aktuellen Aufgaben sind Brennstoff, da sind sie lang. Okay. Was sind ihre Sorgen in... Ne, komm, wir gehen wieder ein bisschen Hauptquest. Wieder ein bisschen Hauptquesten erstmal. Aber auf dem Weg dahin. Hier mal plündern. Und auf dem Weg dahin können wir Händler besuchen, vielleicht gucken, ob wir noch was anderes Cooles finden. Erstmal suchen wir hier alles, was geht. Also was drin. Schrott. Also sowas wert. Wertvoller Schrott. Immerhin. Immerhin wertvoller Schrott, Leute. Komm, nehmen Waffe runter. Ich hoffe, wir sind keine vom Nachtvolk mehr. Wir können uns in Ruhe umgucken. Hier war ich schon drin. Na dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter und durchsuchen hier alles. So, hier ist das Büro. Rechts vom Büro haben wir schon geguckt. Links vom Büro fehlt uns noch. Kippen nehmen wir mit. So, gucken wir mal links vom Büro des Nachtvolk-Anführers, was sich hier noch so findet. Und das hier, okay, gehen wir erstmal hier rein. Hier sind einige Türen. Oh, muss ich jetzt wirklich
alles durchsuchen, ob es sinnvoll ist. Das ist 15 wert jeweils. Das nehmen wir mit. Alles, was Wert hat, wird eingesteckt. Okay, das hat irgendwie alles einen Wert. Dann werden wir gleich wieder viel Schrott verkaufen können. Staubsauger. Klebe. Ja, ich kann nicht mehr rennen, super. Okay, werfen wir was weg. Sonstiges. Das hat ein sehr hohes Gewicht. Das hier, aber es hat auch ordentlichen Wert. Das hier nicht so. Okay, das reicht, dass wir wieder laufen können. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Händler und handeln. Da war ja einer im Dino. Gehen wir einfach wieder zu dem zurück. Was dann schon. Haben wir genug. Können wir dem einen Typen vielleicht auch sagen, dass die Ghule sich hier jetzt erstmal wieder benehmen. Sind ja jetzt im Keller, ne? Sie werden hier schon keine Scheiße bauen. Hoffentlich. Hoffentlich ist die Quest damit erledigt. Hört ihr die Musik? Ihr hört die Musik nicht, weil das ist ein natureller Stream, der im Hintergrund anfängt. Einen Moment. So. Mein Fail. Ist hier der Ausgang? Könnte sein. Nein, hier ist nicht der Ausgang. Ah, ein bisschen Dietrich leveln wäre auch mal was. Aber wir sind immer nur auf die Schusswaffen gesetzt. Bei meinen Level-Skills. Ich wollte einfach eine... Warte, ich habe eine... Ich habe doch eine Quest aktiv, die rausführt, oder? Da sind sie lang, ja. Warum habe ich dann keinen Questmarker? Da haben wir auch noch nicht alles durchsucht, aber ich bin halt voll, ne? Jetzt habe ich einen. Wir gehen erstmal Schnellreise. Hierhin. Können wir einmal da handeln. Bisschen Zeug loswerden. Wir haben sehr viel Schrott vor allem eingesammelt. Es ist nachts. Ich hoffe, der hat offen, der Händler. Und ja. Wenn nicht, ein Bett suchen ist auch erstmal nicht schlecht. Hey du, bleib hier. Willkommen zurück. Was kann ich für Sie tun? Handeln, bitte sag, du kannst handeln. Ja. Sicher, schauen Sie sich ruhig um. Okay, ist das jetzt er oder ich? Ich check das nie ganz. Das müsste aber ich sein, ne? Ja. Ich nur so wenig Geld? Habe ich dem so viel gegeben letztes Mal? Dann lass mal Schrott loswerden. Ich will 10mm Patronen, das ist gut. Ja. Dann kann ich auch meine 10mm Pistole im Zweifel nutzen. Mit. Turmcocktail kann weg. Brille kann weg, kann weg. Ja, die Betonkeule kann weg. Kann weg, kann weg. Das kann man lesen, das habe ich vorhin nicht gemacht. Dienstgewehr. Macht im Verhältnis kaum Schaden. Kann weg. Energiezellen behalte ich mal, genauso wie das. Trauerhut. Ja, die Hülsen behalte ich mal. Wer weiß, da können wir die für irgendwas gebrauchen. Jagdgewehrs behalte ich auf jeden Fall. Haben wir hier Kamera. Krawanschrotflinte, die Kernspaltbatterie. Kreuzschlüssel, Lasergewehr. Brauche ich das, ist die Frage. Das macht gut Schaden. Eigentlich nicht so sehr. Aber ich behalte es mal. Aber dann können wir damit die haben wir Verwendung für die Laserpatronen, wenn wir welche finden. Lotteriechein behalte ich, Maurwurstfleisch auch, das ist Heilung. Schadensresistenz, nee. Nee. Hm.
Plasmawerfer haben wir zwei, kann einer weg, oder? Oder wir kombinieren das gleich. Der Raumhelm kann auf jeden Fall weg. Kann weg. Hand kann weg. Zigaretten kann weg. Kann weg. Zigaretten. Stealth Boy. Vielleicht nur Tarnfeld. Brauche ich nicht. Raumleiter kann weg. Oh, wurde abbrechen. Heilung bleibt auf jeden Fall. Teddybär kann aber weg. Turbo. Detect Range kann weg. Vorkriegsgeld kann weg. Wanderhändler Outfit kann weg. Weltraumanzug kann weg. Wunderkleber kann weg. Das kann weg. Zünddinger können weg. Das macht Heilung. Okay. Akzeptieren. Haben wir dann Haufen Geld. Gut. Ich würde gern all ihre Raketen-Souvenirs kaufen. Wirklich? Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Dinger mal loswerden würde. Ich meine, zu einem so niedrigen Preis. Ich habe schließlich jede Menge Angebote für die Teile bekommen. Ist klar. Aber ich mag sie. Vielleicht ist es an der Zeit. Sie können alles haben, was hier steht. Sie bekommen den Schlüssel in meinem Laden. Falschen. Ah. Hatte ich Falschen nicht auf 20 gebracht? Nein, das ist zum Beispiel. Kommen Sie bald wieder vorbei. Soll ich den abknallen? Ich weiß es nicht. Nee. Aber ein Bett wäre langsam schön. Ah, hier oben steht der Typ rum. Hatten Sie Glück bei den Ghulen? Ich zähle auf Sie. Hatte ich's? Nein, ich muss tatsächlich erst denen helfen, bald, dass sie komplett verschwinden. Und der für ein Gewehr? Das ist auch wieder vermutlich so eine Jagdflinte. Versteckt? Soll ich oder soll ich nicht? Ach, schade. Unerkannt, Mann. Den halt schon gern wegmachen. Gucken, ob der auch so eine Jagdflinte hat, aber okay. Wir haben eine Quest, wo wir hin müssen, und zwar hier zum Arsch der Welt. Da haben wir auch nichts. Bitcoin-Raubquartier. Haben wir nichts in der Nähe entdeckt. Ist ein echt weiter Weg. Möchtest du quatschen? Das Sammelgeschäft läuft wirklich Siedler. Okay. Viel schlechter, seit die Ghule Rapcon übernommen haben. Ja, irgendwann kümmere ich mich da drum. Irgendwann machen wir Nebenquests. Erstmal, ups. Gehen wir ein bisschen Hauptquesten. Wenn ich OP bin, können wir auch Nebenquesten. So, wenn wir da durch sind. Mal gucken. Das könnte ja... Ich meine, es hat viele Nebenquests, dieses Spiel. Könnte theoretisch, wenn wir mit der Hauptquest durch sind, noch ein längeres Let's Play werden. Weil es ja mit der Hauptquest nicht direkt endet. Ich glaube, oder? Ich hoffe. Ich weiß tatsächlich, Fallout 3, wenn du die Hauptquest durch hast, ist vorbei. Am Ende. Aber ich glaube, in den anderen Vorderteilen war das nicht so. Und ich glaube, da gab es dann auch eine Möglichkeit, dass du es zurücksetzt. Auf den Stand vor Ende der Hauptquest, so wie bei... Ja, ballern schon wieder alle. Okay. So wie bei zum Beispiel Horizon Zero Dawn. Oh, der macht tatsächlich genug Schaden, um mir Probleme zu machen. Okay. Ich meinte, der hält genug aus, um mir Probleme zu machen. Ich hätte nach einem Bett suchen sollen irgendwo. Na komm. Bam. Weg mit dem. So, und wer hat da hinten noch rumgeballert? Das waren von der Legion, glaube ich, welche. Die sind aber friedlich mir gegenüber. Hi. Ja, was haben wir da? Ein Adler, okay. So viel zum Thema friedlich. Wir nehmen alles mit einmal.
Die wollen schon mal nicht friedlich. Aber ist cool. Können wir so plündern wenigstens. Wo ist noch einer? Vor allem, ich war bereit, friedlich zu leben. Komm, machen wir so. Scheiße, Heilung brauche ich. Hilfsmittel. Aufbereitetes Wasser, Fleisch. Das wollte ich hier noch lesen. Macht Spaß! Warum machst du keinen Schaden, verdammt? Wechsel die scheiß Knarre! Alter, was halten die aus? Geh ins Menü, ich will heilen, ich will heilen, ich will heilen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall. Pulver, Hundefleisch, das und ein Skinpack für einen kurzzeitigen Push. Und dann Waffen. Machen wir es auf die altmodische Art. Aushalten. Oh mein Gott, was die wirklich aushalten. Die halten Dynamit aus. War einiges. Na, reicht schon. Gott. Der verfluchte Pizza-Meat-Stream mit Na, reicht schon. Da muss man immer dran denken jetzt in diesem Scheißspiel. Aber wenn die so cooles Zeug haben, haben die bestimmt auch gute Waffen. Flammenwerfer, Hilfsmittel. Und Skinpack. Tot, oder? Ja. Scheiße. Wo hat der gespeichert? Ich glaube, das ist mein erster Tod, oder? Da hätte ich mir heilen sollen. Schleichangriff. Hat doch keiner gesehen. Oder doch. Macht Spaß. Alter, ich dachte, das Gewehr war voll krass. Wir alle sind irgendwann dran. Okay, den einen, da scheint es gar nicht zu jucken. Sie haben Karma verloren. Okay. Ja, läuft mal wieder typisch für mich. Ich bring alle um. Verrufen. Also super. Wollt nur den einen mir aus dem Hinterhalt snacken. Was hat denn der jetzt für eine Waffe dabei? Hoffentlich wird es eine gute. Ja, ein Jagdgewehr. Perfekt. Kann ich wenigstens hier das Mittel erstmal ein bisschen heilen. So. Können wir mein Jagdgewehr ein bisschen upgraden. Macht jetzt 44 Schaden. Aber der ist noch cool mit mir, perfekt. Ich hier nicht mehr so. Wollt ihr wirklich Streit anfangen? Noch wer? Nein, doch. Das Niesen, scheiße. Das ist hoffnungslos! Ans Maul. Der Karma verloren. Ich hab den Streit nicht angefangen. Ich wollte nur den einen platt machen. Die haben sich dann eingemischt. Und ich habe jetzt ein besseres Gewehr. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Na gut, ob wir es jetzt tatsächlich mal schaffen, in der Quest voranzukommen, seht ihr in der nächsten Folge bei Fallout New Vegas. Bis dann, Leute.